Ja, grüß euch Nahat und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Fatmans Testvideo. Heute mit dem definitiv nervigsten Musikintro, was ich bisher in Fatmans Testvideos hatte. Das Spiel hat schon im Hauptmenü schon Grafikfehler. What the fuck? Und zwar spielen wir Parkour. Das heißt eigentlich Freerunner, aber es ist ein Parkour-Game, keine Ahnung. Man springt und rennt da halt rum. Also da steht's, Freerunner. Die Maus, Leute, ich habe so eine DPI-Maus, wo ich die einstellen kann, wie empfindlich die ist. Sowas habe ich noch nie erlebt. Es ist fast unmöglich, irgendwo drauf zu klicken, weil die so abartig schnell ist. Schauen wir mal, ob man das umstellen kann. Profilnamen eingeben. Fett. Na, geht er zurück. Ich muss das hier so tippen. Gott. Okay. Die Maus ist so empfindlich. How? Wieso gehe ich überhaupt meinen fucking Namen ein? Ich hätte einfach Spieler heißen können. Es passt nicht hin. How? Sie. So. Mantis. Wer ist denn da gut? Tyler. Limpid. Rainer. Limpid. Tyler. Skeet. Tyler. Limpid. Rainer. Lox. Ombre. Mantis. Skeet. Tyler. Limpid. Rainer. Lox. Rainer. Ja, komm, nimm mal den hier, oder? Ah, da gibt's noch ein Menü. Bevor wir anfangen, Leute, noch ein paar Infos zu dem Spiel. Das Spiel ist von Rebellion, entwickelt und gepublished. Es kostet momentan 4,24 € im Steam Sale, ist 15% reduziert, normalerweise kostet es 5 €. Mehr als 60 Herausforderungen erstrecken sich in 3 unterschiedlichen Zonen über 10 verschiedene Level, jeder mit einem eigenen Gameplay-Stil. Meistere mehr als 50 Moves, Tricks, Stunts, einschließlich Kong Walls, Pharaoh Climbs, Rail Split Vaults und Vertical Wall Runs, um dich zum König des Parcours krönen zu lassen. 9 verschiedene Herausforderungsmodi, einschließlich Rennen, wow, Tricks und Objekte sammeln. Schalte neue Charaktere, Outfits, Tricks und Music frei. Da offizielle Mehrspieler-Server offline geschaltet wurden, wird das Spielen über das Internet nicht mehr unterstützt. Das Spielen über eine LAN ist weiterhin möglich. LOL. Schau die mal an. Kann man da noch irgendwas einstellen an der Grafik oder so? Es schaut schon extrem. Oh, die muss die Maus einstellen. Du kannst nichts einstellen an der Maus. Oh, dafür kannst du an der Grafik einiges ändern. Das ist. Also Einstellmöglichkeiten haben wir einfach nothing. Das Team, nee, Leute, ich will es echt nicht wissen. Starten wir die Gaudi mal, oder? Amateurtraining, Pro-Training, erweitertes Pro-Training. Ja, wir sind Amateure. Lerne bei Sixte die Grundlagen vom Parcours annehmen, ja. Ich bin Six. Ich betreibe die Kunst des Freerunning oder Parcours, die Kunst der flüssigen Bewegung durch eine städtische Umgebung. Wir bezeichnen uns selbst als Tracer. Willst du auch ein Tracer werden? Natürlich. Warum wärst du sonst hier? Willst du, dass ich dich ausbilde? Fangen wir mit einigen einfachen Moves an. Ich finde besonders toll, wie er seinen Mund bewegt beim Reden. Meistere alle 8 Lektionen und komm zu mir zurück. Man spielt das über die Pfeiltasten. Ich habe mir hier kein altes Spiel rausgesucht, Leute. Das ist neu. Das ist eine Neuerscheinung auf Steam. Wow, wenn ich stehe, verliere ich Flow. Das will ich natürlich nicht. Beim Parkour baut alles, was du lernst, auf deinen Standardbewegungen auf. In dieser einfachen Aufwärmübung machst du dich mit deinen Richtungsbefehlen vertraut. Qualifizieren, ja. Laufe mit deinem Tracer durch die Turnhalle, steuere ihn dazu in die gewünschte Richtung und passiere alle Kontrollpunkte, um die Lektion zu meistern. Pfeiltasten, Alter, ich glaub's nicht. Ihr seht schon, wie genau die Steuerung ist, weil Pfeiltasten sind ja auch bekannt dafür. Macht der Parcours mit dem Handy in der Arschtasche, oder was? Gut gemacht, nicht schlecht für den Anfang. Präzise Bewegungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie sind der Ausgangspunkt für alles Weitere. Und jetzt? So. Auch cool gemacht, wie man nie sieht, wo man hinrennt. Sprünge sind im Parcours das A und O. Entscheidend ist auch hier eine saubere Technik und ein gutes Timing. In dieser Lektion lernst du die Grundlagen des Springens auf ebener Strecke. Laufe auf die Marke zu und drücke V, um zu springen. Wenn du. Springen auf Leertaste wäre auch Quatsch. Wenn du den Knopf im richtigen Moment drückst, erreichst du sie. Hol dir alle 3 Marken, um die Lektion zu meistern. Ja.
Gut gemacht. Du lernst wirklich schnell. Das ist nämlich... Wenn das Timing deiner Sprünge stimmt, bist du deutlich schneller und ich bin wirklich keine Sportskanone, Kollegen. Das wisst ihr. Aber, naja. Das hört sich wie man dadurch einen Trick kombiniert, aber laufe auf den Matten zur Vorderseite der Halle und hol dir mit deinem V-Sprung die erste Marke. Mit C kannst du dann kurz vor der Landung abrollen und die zweite Marke schlagen. Wieso hätte ich jetzt... Was? Was? Gar nicht theatralisch, der Kollege. Ich muss doch gar nicht springen. Laufe auf den Matten zur Vorderseite der Halle und hol dir mit einem Sprung die erste Marke. Warum mit einem Sprung? Die ist doch am Boden. Mit C kannst du dann kurz vor der Landung abrollen und die zweite Marke schnappen. Sprung. C. Yeah. Großartig. Mit dem Breakfall minimierst du deine Verletzungen nach großen Sprüngen oder Stürzen. Darüber hinaus hält der Flow am Lauf. Boah, ich flow auf ganz anderen Leveln. Oh mein Gott. Laufe auf das Seifpferd zu und drücke Y. Hol dir die Marke über dem Gerät, um diese Lektion abzuschließen. Laufe die Rampe hinauf und drücke möglichst kurz vor der Kante V. Nähere dich dem Geländer, aber im Gegensatz zur Richtung erreiche die Marke, um die Lektion abzuschließen mit C. Und links, rechts verlässt du das Gelände. Mit dem Vertical Wall Run kommst du in Bereiche, die du mit den Sprüngen nicht erreichst. Laufe auf eine Mauer zu und drücke kurz davor Y, um daran hochzulaufen. Drücke dann erneut Y, um einen Backflip aufs Parkett zu zaubern. Oder mache mit V einen Sprung. Gott. Yeah. Wow. Goldmedaille verliehen. Amateurtraining. Nein, ich muss weiter trainieren. Ah. Backflip. So. So Leute, wir starten jetzt mal das richtige Spiel, weil das mit diesem Flickflacks da funktioniert nicht. Hier muss ich jetzt anscheinend Marken einsammeln, glaube ich. Das geht dank der hervorragenden Steuerung natürlich wunderbar. Yeah, Horizontal Wall Run! Oh oh. Ich muss noch höher, wie soll ich denn da noch höher kommen? Ich muss an das Rohr da springen, oder was? Oh Gott. Geh hoch jetzt! Leute. Dieses Spiel ist so ein Dreck. Das ist so ein unglaublicher Dreck. Oh. Du siehst nichts. Die Kamera ist so ein Dreck. Das ist echt einfach nur auf gut Glück rumgerennen, rumgehopst. Du siehst nichts. Du. Oh Gott. Oh Gott. Oben ist noch eine Marke, weiß ich auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Da ist es unmöglich, diese Treppe zu erwischen, weil die Kamera sich nicht dreht. Er kann da nicht springen. Spring! Spring! Leute, das war's. Das war das heutige Fatman's Test. Ich weiß nicht, ob ich es noch unbedingt erwähnen muss, aber bitte
auf dieses Spiel nicht. Auch nicht für 4 Euro, auch nicht für 1 Euro. Es ist Schmutz. Freut mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin, eine schöne Zeit.